Ich glaube aber, dass das heute ganz wichtig ist. Denn diese Tagesordnung, über die wir heute uns unterhalten, ist ja geprägt von Bildern und Meldungen, die wir eigentlich nicht mehr sehen wollten. Bilder von Vertreibung, Bilder von Flucht, Bilder von gepeinigten Menschen weltweit. Und wenn man sich die Zahlen vergegenwärtigt, die der UNHCR, der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, veröffentlicht hat, geht es dabei weltweit mittlerweile um 56 Millionen Menschen. Menschen, die weltweit auf der Flucht oder Vertriebene im eigenen Land sind, weil Krieg und gewaltsam ausgetragene Konflikte wie in Syrien, im Irak, im Jemen, im Südsudan oder in der Demokratischen Republik Kongo ihr Leben bedrohen oder ihre Lebensgrundlagen zerstören. Es ist die höchste Zahl seit der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges. Und auch die Zahl der Naturkatastrophen nimmt ständig zu. Das Erdbeben vom 25. April in Nepal mit seinen dramatischen Auswirkungen, von denen mehr als 8 Millionen Menschen betroffen sind, stellt die Helfer und Helferinnen vor massive logistische Herausforderungen. Und es gibt immer wieder lokale Katastrophen, die wir hier in unserem Land, in unserem Kontinent überhaupt nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Und wenn man das in Zahlen ausdrücken will, ausdrücken kann, dann heißt das, dass der weltweite humanitäre Bedarf seit 2009 von knapp 10 Milliarden US-Dollar auf über 19 Milliarden US-Dollar für 2015 angestiegen ist. Der Bundestag hat dem mit einer deutlichen Mittelerhöhung Rechnung getragen. Und es ist gut, dass wir nicht nur und nicht immer wieder von außerplanmäßigen Haushaltsmitteln Gebrauch machen müssen, sondern dass der Haushalt, so wie er für dieses Jahr verabschiedet worden ist, mit ca. 400 Millionen Euro für Hilfsprogramme zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Beitrag für bessere Planbarkeit und damit Effizienz von humanitärer Hilfe. Wir haben auch in den Strukturen der humanitären Hilfe in den letzten Jahren gravierende und wichtige Veränderungen durchgeführt. Der Bericht, über den wir heute reden, zeigt auf, dass das Spektrum der Krisen lang andauernd und bleibend ist. Und sie haben auch seit 2013 keinen Halt gemacht. Im Gegenteil. Inzwischen sind in Syrien mehr als 12 Millionen Menschen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung, auf humanitäre Hilfe angewiesen. Weitere Krisen und Konflikte haben sich verschärft oder sind neu hinzugekommen. Ebola, der Konflikt im Südsudan, die Krise in der Ukraine, der Vormarsch von IS im Irak, der Konflikt im Jemen, der Terror der Boko Haram. Dies, und es ist sicherlich schwer, dies auszusprechen, aber wir müssen es zur Kenntnis nehmen, bedeutet, dass Krisen heute den Normalzustand darstellen, dass humanitäre Hilfe mehr denn je gefordert ist, um den notleidenden Menschen vor Ort zu helfen. Und das ist auch eine der Schlussfolgerungen aus der Feststellung von Bundesaußenminister Steinmeier hier an dieser Stelle, der gesagt hat, 2014 ist die Welt ein Stück weit aus den Fugen geraten. Wir bemühen uns an vielen, vielen Stellen um politische Lösungen. Die kann auch humanitäre Hilfe nicht ersetzen. Aber humanitäre Hilfe kann die Menschen befähigen, auch in größter Not Würde und Selbstständigkeit zu wahren. Und deshalb ist sie ein Markenzeichen auch unserer deutschen Politik und unserer deutschen Außenpolitik, meine Damen und Herren. Und deshalb, und das ist auch aus unserer Sicht eine wichtige strukturelle Veränderung gewesen, hat es eine Vereinbarung gegeben zwischen den beteiligten Ressorts ab dem Jahr 2012, dass die humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt zusammengeführt worden ist. Ich glaube, diese Strukturveränderung hat sich nicht nur bewährt, sondern sie wird mittlerweile von all unseren Partnern als eine gute und wichtige Grundlage angesehen für die weitere Arbeit in diesem Bereich, die nicht infrage gestellt werden sollte, meine Damen und Herren. Das bedeutet nämlich, dass humanitäre Ernährungshilfe zum Beispiel mit anderen Hilfsmaßnahmen verknüpft werden kann, zum Beispiel im Bereich Wasser- und Sanitärversorgung. Dort können wir vorausschauender agieren und Soforthilfe mit der Stärkung von Kapazitäten vor Ort verbinden. Denn humanitäre Hilfe, auch das ist eine Erkenntnis, die viel zu spät gekommen ist, ist längst nicht mehr nur schnelles Reagieren, wenn Krisen über uns hereinbrechen. Auch das ist natürlich wichtig, wie das Erdbeben in Nepal gerade wieder gezeigt hat. Aber gleichzeitig und vielleicht für die Zukunft wichtiger, heißt verantwortungsvolle humanitäre Hilfe auch und gerade vorausschauend zu agieren, Planbarkeit von humanitärer Hilfe in komplexen Krisen zu gewährleisten und negative Folgen potenzieller Krisen abzumildern. In Syrien und in den Nachbarländern beginnt dieses Konzept. Dort machen wir uns stark für mehrjährige Programme, die Nothilfe mit Förderung der Selbstständigkeit von Flüchtlingen verbindet, zum Beispiel durch Cash-Programme, die helfen, nationale Märkte aufzubauen.
Und ich glaube, dass die Berliner Flüchtlingskonferenz vom Herbst letzten Jahres hierfür einen ganz, ganz wichtigen Maßstab gesetzt hat, der auch international anerkannt wird. Und auch international gehen die Bemühungen um die Veränderung, Verbesserung der humanitären Hilfe weiter. Die Experten sprechen dort von einem Paradigmenwechsel hin zu strategisch vorausschauender humanitärer Hilfe, wie auch für die Förderung von Qualität und Effizienz. Frühzeitig haben wir auch, und ich glaube, das wird eine der Herausforderungen, die uns noch lange beschäftigen wird, die Agenda des Klimawandels auf die humanitäre Tagesordnung gesetzt. Ich denke, da werden viele vorschauende, präventive Maßnahmen erforderlich sein. Und wir unterstützen auch, ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe im internationalen Bereich für die nächste Zeit, den humanitären Weltgipfel, der auf Initiative des Generalsekretärs der Vereinten Nationen einberufen wurde und der im Mai 2016 in Istanbul erstmals stattfinden wird. Und wir erwarten von diesen Ereignissen, insbesondere auch von den Vorbereitungskonferenzen, die hier in Bonn stattgefunden haben und im Oktober in Berlin fortgesetzt werden, dass es konkrete, verwertbare Gipfelergebnisse gibt, die das internationale humanitäre System zukunftsfähig machen. Meine Damen und Herren, in der humanitären Hilfe, das ist, glaube ich, ganz wichtig, geht es nicht um politische oder wirtschaftliche Interessen. Es geht um die notleidenden Menschen. Es ist unsere ethische Verantwortung, diesen Menschen ein Überleben in Würde und Sicherheit zu ermöglichen. Die Herausforderungen an die humanitäre Hilfe werden weiter wachsen. Ihr kommt eine zentrale Rolle zu, wenn es darum geht, für den Dauerzustand Krise besser aufgestellt zu sein. Und verantwortungsvolle humanitäre Hilfe braucht Professionalität und leistungsstarke Partner. Diese haben wir in den VN-Organisationen, der Rotkreuz-, Rothalbmond-Bewegung, den Nichtregierungsorganisationen, und auf diese Partnerschaften setzen wir weiterhin. Und lassen Sie mich zum Schluss all diesen Menschen, die teilweise ganz spontan ihre Arbeitsplätze verlassen, die in die Krisenregionen gehen, danken. Denn es ist das eine, die staatliche Humanitäre zur Verfügung zu stellen, aber eben auch die Menschen zu unterstützen und mit ihnen zu solidarisieren, die, wie ich immer sage, die wahren Helden unserer Zeit sind, nämlich die, die in fremde Regionen gehen, Menschen zu helfen, dabei ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Denen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und ich hoffe, dass wir mit Ihnen gemeinsam weiterhin unsere deutsche humanitäre Hilfe weiter stärken können. Herzlichen Dank. Christoph Stresser war das, meine Damen und Herren. Im Berichtszeitraum, der hier vorliegt, von 2010 bis 2013 stiegen die Aufwendungen der deutschen humanitären Hilfe auf 1,13 Millionen Euro. Aktuell hat man im vergangenen Jahr 400 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Nächste Rednerin von der Linken, Inge Höger. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Der Bericht der Bundesregierung zur humanitären Hilfe steht leider zu einem erschreckend passenden Moment auf unserer Tagesordnung. Das verheerende Erdbeben in Nepal zeigt uns die weltweit große Hilfsbereitschaft vieler Menschen. Herr Stresser hat es eben auch schon angesprochen. Es zeigt aber auch logistische Schwachstellen und Probleme bei der konkreten Umsetzung von Hilfe. Humanitäre Hilfe, also die Unterstützung von Menschen in Notlagen, wird absehbar für die nächsten Jahre eine immer größere Herausforderung darstellen. Naturkatastrophen, Dürre, Überschwemmungen und verheerende Stürme nehmen zu. Deswegen muss an einer weiteren Verbesserung und Ausweitung der humanitären Hilfe gearbeitet werden. Doch nicht allein Naturkatastrophen oder Krankheiten wie Ebola führen zu humanitären Notlagen. Kriege und Konflikte zerstören Menschenleben, die Gesundheit und die Zukunft ganzer Gesellschaften. Am Mittwoch wurden die aktuellen Zahlen über die Menschen veröffentlicht, die 2014 aus ihren Wohnorten vertrieben wurden. 60% flohen infolge von Kriegen und bewaffneten Konflikten. Zu dieser hohen Anzahl von Flüchtlingen kommen noch einmal 11 Millionen Binnenflüchtlinge. Jeden Tag flohen 30.000 Menschen aus ihrer Heimat. Während des Zeitraums unserer Debatte sind das 1.400. John Egeland, Generalsekretär des norwegischen Flüchtlingsrates, äußerte seine Betroffenheit wie folgt: In 30 Jahren als Katastrophenhelfer habe ich nie solche Zahlen gesehen, solche Zerstörung, solches Leid. Ende des Zitats. Niemand hier will und kann angesichts dieser dramatischen Situation wegschauen und zur Tagesordnung übergehen. Wir müssen als Antwort auf die humanitäre Krise alle Anstrengungen massiv verstärken, und das nicht nur mittelfristig, sondern sofort. Damit humanitäre Hilfe dort ankommen kann, wo sie nötig ist, muss sie neutral, unparteiisch und unabhängig sein. Es kann nicht akzeptiert werden,
dass humanitäre Hilfe in Krisengebieten nur bei den Teilen der Zivilbevölkerung ankommt, deren jeweilige Führung der Bundesregierung näher steht. So scheint die Hilfe der Bundesregierung für Syrien, zumindest zu Beginn der Krise, fast nur in den Gebieten der Rebellen angekommen zu sein und da auch nur bei bestimmten Fraktionen. Mehrere kleine Anfragen meiner Fraktion zeigten auch einen sehr selektiven Umgang mit Hilfe für Menschen im Irak. Im Schengal-Gebirge zum Beispiel ist wenig angekommen. Mit einer solchen Praxis wird die Glaubwürdigkeit von humanitärer Hilfe gefährdet und damit werden auch ganz konkret die Helferinnen und Helfer gefährdet. Deren Arbeit aber ist schwierig genug. Wenn sie dann auch als Parteigänger einer Seite wahrgenommen werden, dann verstärkt dies die Gefährdung. Und das kann niemand wollen. Erschreckend ist, wenn humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe von Sicherheitspolitikern als Unterstützung für militärische Stärke diskutiert werden. Humanitäre Hilfe darf nicht instrumentalisiert werden. Allein die Bedürftigkeit muss ausschlaggebend sein, ob Hilfe geleistet wird oder nicht. Humanitäre Hilfe und Entwicklungspolitik darf nicht im Zuge des sogenannten vernetzten Ansatzes als Teil der Sicherheitspolitik diskutiert werden. Ich fordere deshalb Ursula von der Leyen auf, bei der Formulierung des neuen Weißbuches der Bundeswehr zivile Hilfe nicht in sicherheitspolitische Strategien einzubeziehen. Wenn wir für die Zukunft etwas verändern wollen, dann lohnt es sich, die Gründe für den steigenden Hilfsbedarf zu analysieren. Zumindest für einen Teil der Naturkatastrophen gibt es Verantwortlichkeiten, die auch in Deutschland und in den Industrienationen liegen. Die Zunahme von Extremwetterlagen, der Klimawandel wurde und wird vorangetrieben durch eine Wachstumsideologie, die trotz aller anderslautenden Sonntagsreden weiterverfolgt wird. Im vorliegenden Bericht wird zu Recht auf die Menschen verwiesen, die wegen klimabezogener Naturkatastrophen ihre Heimat verlassen müssen. Es wird berichtet, dass niemand wirklich weiß, wie viele infolge von schleichenden Klimaveränderungen zur Flucht gezwungen sein werden. Hier stellt sich die Frage nach der konkreten und kurzfristigen Hilfe zusammen mit der Eröffnung neuer Perspektiven für Menschen, die möglicherweise nie wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Es geht um die Frage von Rechten. Es geht auch um die rechtliche Verankerung des Schutzes von Klimaflüchtlingen. Zu allem fehlt bis heute verbindliche internationale Regelungen. Das muss sich ändern. Und wenn wir über das Thema Verantwortung reden, dann gehört auch dazu eine ehrliche Bilanz der Militärinterventionen der letzten zwei Jahrzehnte. Wie sähe der Norden Afrikas aus, wenn nicht eine Koalition der Willigen einen Regime-Change herbeigebombt hätte? Wie sähe es im Nahen und Mittleren Osten aus, ohne den 2003 begonnenen Irakkrieg? Mit diesen brutalen Angriffskriegen wurden extremistische Kräfte erst geschaffen oder stark gemacht, die heute die ganze Region destabilisieren. Auch der Afghanistan-Krieg hat keinen Frieden gebracht, sondern für viele Menschen das Elend vergrößert. In dem bereits erwähnten Flüchtlingsbericht wird ein einheimischer humanitärer Helfer aus einem Slum in Kabul zitiert, wo zahlreiche Binnenflüchtlinge nur sehr notdürftig Schutz finden. Er sagt, wir begraben so viele Babys, die an der Kälte gestorben sind, dass ich sie nicht mehr zählen kann. Und auch in Gaza erleben die Menschen nach dem Krieg eine fortwährende humanitäre Katastrophe. Im Jemen wird gerade mit westlichen Waffen und von westlichen Verbündeten die Infrastruktur des Landes so zerstört, dass kaum noch humanitäre Hilfe in das Land kommt. Beenden Sie endlich die Waffenlieferungen in diese Region. Beenden Sie Waffenexporte in Krisenregionen. Das wäre ein wichtiger Beitrag zur Prävention oder Minderung humanitärer Krisen. Die Linke steht für eine Politik, die Sicherheit nicht militärisch definiert. Wir setzen uns ein für eine Sicherheit, die bei den grundlegenden Bedürfnissen der Menschen ansetzt. John Ziegler schreibt, ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet. Und es gibt auf der Welt genügend Ressourcen zur Vermeidung humanitärer Notlagen. Es bräuchte niemand verhungern, erfrieren, verdursten oder an unheilbaren Krankheiten sterben. Es ist deswegen gut, dass die ursprünglich für den Haushalt 2015 geplanten Kürzungen der Mittel für die humanitäre Hilfe im Ausland wieder zurückgenommen wurden. Allerdings ändert es nichts daran,
dass die UN nach wie vor chronisch unterfinanziert ist, zum Beispiel bei der Nahrungsmittelhilfe für Krisenregionen in den Nachbarländern Syriens. Das ändert auch nichts daran, dass die EU ihre Mittel für humanitäre Hilfe drastisch kürzt oder einfriert und Menschen in der Sahelzone oder am Horn von Afrika auf versprochene Hilfe warten müssen. Gleichzeitig werden diejenigen, die versuchen, in Europa Schutz zu suchen, durch die massive Abschottungspolitik zu Tausenden in den Tod getrieben. Internationale Solidarität sieht anders aus. Und leider erfolgte die Rücknahme der Kürzungen im Bundeshaushalt erst infolge der Ebola-Krise. Wenn es nicht gelingt, weltweit eine dezentrale Gesundheitsversorgung zu etablieren, wenn es nicht gelingt, genügend Gesundheitsfachkräfte auszubilden, wenn nicht die Hilfe zur Selbsthilfe gestärkt wird, dann ist auch in der Zukunft mit ähnlichen Krisen zu rechnen. Ein erster Schritt zur Verbesserung der Situation wäre eine deutlich bessere Ausstattung der Weltgesundheitsorganisation. Allein die 2016 geplante Erhöhung des Etats der Bundeswehr von 1,2 Milliarden Euro würde ausreichen, um den Etat der WHO zu verdoppeln. Was alles möglich ist, wenn man internationale Solidarität mit hoher Priorität verfolgt, das zeigt ein kleines Land wie Kuba. Dieses kleine und arme Land ist dennoch mit Ärzten und anderen Helferinnen schnell und wirkungsvoll aktiv, wo auch immer Hilfe nötig ist. In vielen Ländern Lateinamerikas, jetzt in Nepal, aber auch in den Ebola-Gebieten gehörte Kuba zu den Ersten, die die Not der Menschen linderten. Frau Höger, denken Sie an Ihre Redezeit? Ich komme zum Ende. Wenn Deutschland den gleichen Anteil an der Wirtschaftsleistung dieses reichen Deutschlands für humanitäre Hilfe investieren würde wie Kuba, dann würde das wirklich einen deutlichen Unterschied in vielen Regionen der Welt machen. Vielen Dank. Inge Höger hat noch mal darauf hingewiesen, dass die humanitäre Hilfe nach allgemeiner Reaktion, nach allgemeiner Definition eher die Reaktion auf Notsituationen ist und nicht so sehr oder eigentlich nach ihrer Definition gar nicht die Friedenssicherung und Stabilität, das seien politische Ziele. 2016 gibt es in Istanbul den Weltgipfel zur humanitären Hilfe. Dort sollen auch noch mal über Qualitätsstandards der humanitären Hilfe und die eigentliche Definition gesprochen werden. Thomas Silberhorn, jetzt der parlamentarische Staatssekretär im Entwicklungsministerium. Gleichzeitig mit Krisen und Konflikten und Katastrophen zu tun, jüngst das Erdbeben in Nepal, die Konflikte in Mali, Südsudan, Zentralafrika, die Ebola-Epidemie in Westafrika, im Nahen und Mittleren Osten, Syrien, Irak und Gaza oder die Ukraine direkt vor unserer Haustür. Diese Konflikte und Katastrophen rücken näher an uns heran und immer mehr Menschen sind davon betroffen. Viele sind gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Etwa 57 Millionen Flüchtlinge sind derzeit beim Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen registriert. Das ist die größte humanitäre Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Der vorgelegte Bericht der Bundesregierung belegt, wir unternehmen erhebliche Anstrengungen, um Not und Leid zu lindern, direkt, schnell und effektiv. Und gleichzeitig arbeiten wir mit vielen Partnern daran, den Teufelskreis von Krisen zu durchbrechen und die Ursachen von Armut und Hunger, die Ursachen von Gewalt zu bekämpfen. Und dazu nutzen wir von Anfang an alle Instrumente, die uns zur Verfügung stehen, humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Beide stehen nicht nebeneinander. Wir wenden sie nicht nacheinander an, sondern humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit müssen ineinander greifen. Wir machen also nicht erst humanitäre Hilfe und dann Entwicklungszusammenarbeit, sondern wir müssen von Beginn an beides zusammen denken und zusammen praktizieren. Der Bundestag hat vor 4 Jahren beschlossen, die Not- und Nahrungsmittelhilfe vom Entwicklungsministerium an das Auswärtige Amt zu verlagern. Herr Kollege Stresser, Sie haben es aufgeführt. Das verlangt von uns eine intensive und effiziente Koordinierung und Zusammenarbeit. Und ich denke, wir können feststellen, das wird auch geleistet. Die Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt funktioniert sehr gut. Das ist auch notwendig, denn humanitäre Hilfe, Übergangshilfe und Entwicklungszusammenarbeit sind ja oftmals in denselben Regionen tätig. Und in Krisenländern arbeiten wir auch mit denselben Partnern zusammen, zum Beispiel mit dem Welternährungsprogramm oder mit UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und natürlich mit vielen Nichtregierungsorganisationen aus Deutschland. Auch finanziell teilen wir
unsere Verantwortung. Für die Krise in Syrien haben wir, für die Opfer dieser Krise, haben wir fast 1 Milliarde Euro seitens der Bundesregierung bereitgestellt, davon fast die Hälfte aus dem Haushalt des Entwicklungsministeriums. Und für die Ukraine hat unser Ministerium im vergangenen Jahr sogar 2/3 der Unterstützung der Bundesregierung übernommen. Meine Damen und Herren, 1,5 Milliarden Menschen leben in Ländern, die von Gewalt und Konflikten betroffen sind. Das ist über die Hälfte der Kooperationsländer des Bundesentwicklungsministeriums. Und dabei ist von Belang, dass ja die sozialen und die ökonomischen Kosten von Katastrophen und von Kriegen enorm sind und oft erst über Generationen hinweg aufgeholt werden können. Oft wird innerhalb weniger Tage kaputt gemacht, was zuvor über Jahre hinweg mühsam aufgebaut worden ist. Und da werden Länder um Jahre und Jahrzehnte zurückgeworfen. Das Auswärtige Amt leistet Enormes mit der humanitären Hilfe, aber die Entwicklungszusammenarbeit darf nicht zum Reparaturbetrieb werden, sondern wir müssen schon vorher handeln und nicht nur nach Krisen. Wir müssen vorher darauf hinwirken, dass die Eskalation von Gewalt verhindert werden kann, dass die Auswirkungen von Epidemien und von Naturkatastrophen vermieden oder zumindest abgemildert werden können. Und deswegen wollen wir mit der Entwicklungszusammenarbeit die Ursachen von Konflikten und Katastrophen überwinden. Wir investieren jedes Jahr fast 500 Millionen direkt in Friedensförderung und Konfliktprävention. Und wir werden auch unsere Maßnahmen zur Reduzierung von Katastrophenrisiken schrittweise ausbauen. Meine Damen und Herren, im schlimmsten Fall ist nach der Krise vor der Krise. Und wir müssen leider feststellen, dass nach der Beendigung eines Bürgerkrieges fast die Hälfte der davon betroffenen Länder innerhalb von 10 Jahren wieder in gewaltsame Konflikte zurückfällt. Das ist der Teufelskreis, den wir überwinden müssen und durchbrechen müssen. Und deshalb müssen wir nach Krisen bereits zu einem frühen Zeitpunkt über die humanitäre Hilfe hinaus mittelfristige Übergangshilfen zur Verfügung stellen und an den langfristigen Wiederaufbau denken. Menschen, die auf der Flucht sind, aber auch die Gemeinden, die Flüchtlinge in angrenzenden Staaten aufnehmen, brauchen eine Perspektive neben Nahrung und Unterkunft, die die humanitäre Hilfe sofort bereitstellt, geht es auch um Gesundheit, um Wasser- und Sanitärversorgung, um Bildung. Denken Sie beispielsweise an die Millionen Minderjährigen, die aus Syrien geflohen sind und jetzt im 4. Jahr dieses Konflikts keine Schulbildung genießen können. Da werden ja schon die Grundlagen wieder für den nächsten Konflikt gelegt, wenn wir jetzt nicht handeln. Und deswegen müssen wir frühzeitig auch diese mittel- und langfristigen Perspektiven ins Auge fassen und dafür sorgen, dass Chancen entstehen für die Bevölkerung, die von Konflikten betroffen ist. Wir müssen die Menschen selbst, die Gesellschaften und die Institutionen so stärken, dass sie besser gewappnet sind gegen gewaltsame Auseinandersetzungen und Naturkatastrophen. Und dann, wenn die nächste Krise kommt, soll sie auch besser bewältigt werden können. Dazu ist eine Menge notwendig. Dazu muss eine Basisinfrastruktur geschaffen werden, damit die Grundbedürfnisse der Bevölkerung gestillt werden können. Dazu müssen wir mit unseren Entwicklungspartnern darauf hinwirken, dass die Menschen ein Auskommen haben, dass sie ihre Familie ernähren können. Aber und vor allem, meine Damen und Herren, wir müssen auch mit dazu beitragen, dass überall auf der Welt Politiker agieren, die am Gemeinwohl sich orientieren und nicht an die eigene Zukunft nur denken. Und deswegen brauchen wir unter dem Gesichtspunkt der Rechtsstaatlichkeit eine Verwaltung, die funktioniert, die nach Recht und Gesetz arbeitet, eine Justiz, die unabhängig ist, freie Medien. Je besser das gewährleistet werden kann, desto eher kann sich auch ein Land entwickeln und dann kann auch Dialog und Aussöhnung nach Konflikten stattfinden. Die Übergangshilfe unseres Hauses, die ich angesprochen habe, soll die Lücken schließen zwischen der humanitären Soforthilfe des Auswärtigen Amtes und der längerfristig angelegten Entwicklungszusammenarbeit. Denn es gibt Regionen, in denen wir mit den klassischen Instrumenten der technischen und finanziellen Zusammenarbeit nicht mehr oder noch nicht arbeiten können. Und da wird diese Übergangshilfe relevant.
die schnell sichtbar ist und den Grundstein legen soll für längerfristige Arbeit. Wir unterstützen beispielsweise die aufnehmenden Gemeinden für Flüchtlinge im Nordirak durch Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen und durch Hilfen für die traumatisierten Opfer von Terror und Gewalt in dieser Region. Wir wollen diese Möglichkeiten der Übergangshilfe ausbauen. Wir reagieren damit auch auf die aktuellen Krisen im Nahen Osten, in Westafrika, in der Ukraine mit einem neuen Infrastrukturprogramm. Und damit wollen wir kurzfristige Maßnahmen wie Unterkünfte für Flüchtlinge mit mittelfristigen Maßnahmen kombinieren, wie zum Beispiel dem Aufbau von Berufsbildungszentren. Wir haben aus der Ebola-Epidemie gelernt, meine Damen und Herren, dass wir eine gute Frühwarnung benötigen und dass wir dann aber auch schnell und entschlossen handeln müssen. Und deswegen prüfen wir zurzeit, wie wir die humanitäre Hilfe am besten durch unsere bestehenden Strukturen der Entwicklungszusammenarbeit unterstützen können. Und wir teilen hier das gemeinsame Anliegen unter dem Arbeitstitel Weißhelme, unsere Zusammenarbeit hier zu vertiefen und dafür zu sorgen, dass wir Personal, Material, aber auch die benötigten Ressourcen rechtzeitig und ausreichend in einem solchen Notfall bereitstellen können. Und in Nepal, meine Damen und Herren, wollen wir ebenfalls unsere Strukturen der Entwicklungszusammenarbeit nutzen, um diesem Land bei der Bewältigung der Folgen dieses schweren Erdbebens zu helfen. Unsere Experten sind vor Ort und zusammen mit dem Krisenstab der Botschaft gerade dabei, die Prioritäten für den Wiederaufbau zu ermitteln. Dazu zählt gerade die Rehabilitierung von Gesundheitsstationen, Krankenhäusern. Es muss jetzt vor allem für Strom, für Wasser gesorgt werden, damit den Patienten geholfen werden kann. Wir arbeiten in Nepal seit vielen Jahren im Sektor Gesundheit mit der dortigen Regierung zusammen. Und diese Erfahrung und dieses Vertrauen, das wir dort haben, wollen wir jetzt nutzen, um wirksam und schnell helfen zu können. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich schließen mit dem Hinweis, dass die Regierungen unserer Partnerländer natürlich immer zuerst in der Pflicht stehen, für ihre Bevölkerung das Nötige zu tun. Wir können dazu einen Beitrag leisten, indem wir schnell helfen, wo es darum geht, Leben zu retten, und indem wir mittel- und langfristig dazu beitragen, die Ursachen von Krisen und Armut anzugehen. Insofern müssen alle Hand in Hand arbeiten, um die Krisen der Welt zu bewältigen oder künftig besser zu verhindern und zu vermeiden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thomas Silberhorn hat auch noch mal die verschiedenen Aspekte der humanitären Hilfe, auch die verschiedenen Gegenden und Grundsituationen wie Bürgerkriege oder Notfallsituationen hier angesprochen, wobei zum Beispiel in Nepal, der letzten großen Naturkatastrophe, auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Der UN-Nothilfekoordinator Albrecht Beck hat noch mal kritisiert, dass die mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit von Ländern und Organisationen häufig die Arbeiten behindert. Nächster Redner jetzt Tom Königs von den Grünen. Zur Beschlussfassung ist praktisch ausschließlich gezeichnet von solchen Sprüchen. Das kann man nicht lesen. Lassen Sie doch da mal einen Praktikanten dran, der das redaktionell überarbeitet. Der Bericht geht sehr problemorientiert auf die wachsenden globalen Herausforderungen und die damit verbundenen strategischen Überlegungen ein. Oh. Oder eine nachhaltige Qualitätssteigerung ist, insbesondere was die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, der Einbindung lokaler Kräfte sowie die Koordinierung der vielfältigen Aktivitäten anbelangt, ein umfassender Prozess, an dem die Bundesregierung bis heute arbeitet. Donnerwetter! Das sollen wir beschließen. Dabei ist der Bericht gar nicht so schlecht, und vor allem war unsere Anhörung gut. Wir haben doch sehr deutlich und nicht in der Form von Gemeinplätzen Ergebnisse produziert in der Anhörung. Und das waren vor allem vier. Erstens, die humanitäre Hilfe und die Soforthilfe muss sich auf lokale Partner stützen und muss dazu führen, dass die lokalen Partner auch stärker werden. Das ist die strategische Ausrichtung. Und die humanitäre Hilfe muss sich auf die lokale Bewältigungskompetenz auswirken. Das ist das Erste. Das Wiedererstarken der lokalen Selbstversorgungsmöglichkeiten würde auch eine Antwort auf die ja immer größeren Bedarfe und immer kleineren Finanzen legen. Da müssen wir dann auch kontrollieren, ob die Maßnahmen das erreicht haben. Zum Zweiten, 78 Millionen Menschen brauchen akute Nothilfe.
Der globale Bedarf im Consolidated Appeal von OCHA ist für das Jahr 2014 auf 16,4 Milliarden festgelegt worden. Wir fordern im Haushaltsverfahren immer wieder mehr Mittel für die humanitäre Hilfe. Stellen Sie das doch bitte vom Finanzministerium von vornherein darauf in den Haushalt ein und warten Sie nicht, dass über komplizierte Prozesse dann irgendwie gnädigerweise über das Haus noch etwas hinzugegeben wird. In der Realität ist es dann letzten Endes so, dass dann der große Onkel aus dem BMZ kommt und noch ein paar Millionen großzügig verspricht. Denn die Koordination zwischen Auswärtigem Amt und BMZ ist so gut nicht, wie Sie immer beschreien. Sie sagen das so oft, auch der Staatssekretär, dass man es ja gar nicht glauben kann. Es ist so, dass der Entwicklungsminister die großen Versprechungen in der Ukraine und in Jordanien macht. Und die Strategie muss nach wie vor das Auswärtige Amt machen. Da ist meines Erachtens noch viel Room for Improvement. Das Dritte, Aid Effectiveness oder mit wenigen Mitteln mehr erreichen. Das ist ein Riesenthema, auch Thema des Weltgipfels 2016. Ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung das Parlament schon im Vorfeld aktiv beteiligt und in diesem Kongress auch wirklich aktiv ist und nicht immer sagt, ja, was sagen die und was sagen die und was sagen die und dann machen wir den Mittelweg, sondern da ist Protagonismus wirklich notwendig. Dazu braucht man aber auch ein kontinuierliches, unabhängiges Evaluationssystem der humanitären Hilfe. Denn so etwas Fabelhaftes wie humanitäre Hilfe kann man auch evaluieren und kann dann sagen, war es denn wirklich so fabelhaft? Und als Viertes, und die Frau Höger hat das schon angesprochen, das Verhältnis von humanitärer Hilfe und Militär. Und dieses ist der einzige Punkt, wo der Entschließungsantrag mal ein bisschen konkret wird. Es geht nicht, dass das immer wieder vermischt und vermuschelt wird. Und sagen Sie nicht, Sie täten es nicht. In Wirklichkeit ist es so, dass man immer wieder findet, dass man sagt, ja, notfalls kann ja auch das Militär. Damit gefährden Sie die Hilfsorganisationen, damit gefährden Sie die Leute vor Ort. Es kann auch nicht so sein, dass dieselben Bundeswehrmaschinen mal Waffen transportieren und dann mal wieder humanitäre Güter. Und es kann auch nicht sein, dass uns hier ein Mandat vorgelegt wird für eine Mission, die ja sehr lobenswert ist, Ausbildungsunterstützung der Sicherheitskräfte der Regierung der Region Kurdistan im Irak und der irakischen Streitkräfte, Drucksache 183561. Da haben die Streitkräfte unter anderem folgende Aufgabe, und ich zitiere mit der Genehmigung der Präsidentin, bedarfsweise Koordination und Durchführung von Lieferung humanitärer Hilfsgüter und militärischer Ausrüstung im Nordirak. Das gefährdet ganz explizit die Helfer vor Ort. Und das muss man wissen. Und das ist eines der großen Probleme. Der Zugang wird immer schwieriger. In Syrien sagt uns das nicht nur das Rote Kreuz, sondern jeder der Helferinnen und Helfer, das kann man auch in der Zeitung lesen. Im Jahre 2013 sind 155 Helfer und Helferinnen gestorben. Es sind 171 verwundet worden und 134 entführt worden. Das ist das Problem. Da muss man konkret darüber reden. Und es sind nicht nur die Non-State Actors, die Nichtregierungs-, die Milizen oder was, die da tätig sind und sich nicht ans humanitäre Völkerrecht halten, sondern auch die Staaten. Saudi-Arabien zerstört gerade im Augenblick den für humanitäre Hilfe in Jemen unglaublich wichtigen Flughafen von Sana'a. Übrigens auch mit unseren Waffen, die wir da exportiert haben, weil wir ja alle die Wirtschaft fördern. Das muss aufhören. Das ist eine Vermischung von humanitärer Hilfe und Militär. Und dann die Koordinierung. Der Herr Staatssekretär hat ja darauf schon angesprochen. Wir sind zu spät gekommen bei Ebola. Auch WHO ist zu spät gekommen. Jetzt wird aber nicht gesagt, dann stärken wir die WHO, sondern es werden Gott, wer weiß, wie viele Parallelorganisationen konzipiert. Weißhelme, Gelbhelme, Grünhelme, Rothelme. Dann wird gesagt, man sollte auch einen International Health Emergency Response Fund bei der Weltbank etablieren. Warum denn nicht in der WHO arbeiten, die WHO besser machen, die WHO verstärken,
Da sind wir dann immer so zaghaft. Wir sind eines der wichtigsten, eines der stärksten und auch finanzstärksten Mitglieder in der WHO. Dann sollten wir uns bitte mal zu klaren Äußerungen bemühen. Denn humanitäre Hilfe ist auch für die humanitäre Hilfe für die Bedürftigen zu streiten. Das ist ein aktiver Prozess, worein wir auch unsere Fähigkeiten und unsere Emotionen reinlegen sollten und nicht nur in die allgemeinen Sprüche und großen Diskurse. Es gibt eine letzte Frage, die wir uns wirklich stellen müssten, und das sehen wir in Nepal jetzt wieder. Da sind lauter Hilfsorganisationen aus lauter Ländern, 29 europäischen Ländern tätig. Warum kriegen wir es eigentlich nicht fertig, wo wir uns doch alle einig sind, über alle Parteien, über alle 29 europäischen Staaten, eine gemeinsame humanitäre Hilfe mit abgestimmten und starken gemeinsamen Aktionen zu konzipieren? Wir sagen immer gemeinsamer auswärtiger Dienst, das kriegen wir schon nicht hin. Gemeinsame Sicherheitspolitik, das kriegen wir überhaupt nicht hin. Humanitäre Hilfe könnten wir es vielleicht hinkriegen. Das wäre der Schweiß der edlen Wert. Vielen Dank. Ja, und wo Tom Königs gerade bei Kritiken ist, nochmal Nepal. Ich verstehe nicht ganz, warum ZDF-Teams bereits Orte besuchen, die hochgelegen sind und dort immer noch keine Hilfskräfte hingekommen sind. Das ist auch schwer zu verstehen. Nächste Rednerin jetzt hier für die SPD, Ute Frick-Krämer. Zuhörerinnen und Zuhörer oben auf den Tribünen. Ich möchte nochmal zurückkommen zu dem historischen Datum, an dem wir heute über humanitäre Hilfe diskutieren. Denn vor 70 Jahren war Europa in großen Teilen zerstört und nicht zuletzt Deutschland war dringend angewiesen auf humanitäre Hilfe. Und diese humanitäre Hilfe wurde geleistet nach Prinzipien, die erst später schriftlich fixiert wurden, den vier humanitären Prinzipien: Menschlichkeit, Unabhängigkeit, Neutralität und Unparteilichkeit. Und wir haben Glück gehabt als Deutsche, dass diese Prinzipien damals schon angewandt wurden, weil nach dem, was von deutschem Boden damals ausgegangen war, wäre sonst nicht viel humanitäre Hilfe in Deutschland angekommen. Humanitäre Hilfe stand noch nie derart im Zentrum von öffentlichen Debatten wie aktuell. Und auch die Bedeutung in der deutschen Politik ist, parallel zum Bedarf, merklich gestiegen. Aber das, was öffentlich sichtbar wird, ist nur die Spitze des Eisbergs. Das meiste, was im Bereich humanitäre Hilfe geleistet wird, geschieht hinter den Kulissen. Ausbildung, Training, Vorbereitung, Strategieentwicklung, Koordination und Planung. Wir haben inzwischen eine hohe Professionalität der Helferinnen und Helfer. Das ist schon deswegen nötig, weil wir hier viel falsch gemacht werden kann. Die intensive und konstruktive Zusammenarbeit des Auswärtigen Amtes mit staatlichen und nichtstaatlichen Hilfsorganisationen hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Beispielhaft dafür steht der international einmalige Koordinierungskreis Humanitäre Hilfe, der regelmäßig im Auswärtigen Amt tagt und der staatliche und nichtstaatliche Expertinnen und Experten zusammenbringt. Wer gelegentlich, lieber Tom Königs, an diesem Arbeitskreis teilnimmt, spürt dort, wie gut, zumindest auf der Arbeitsebene, die Zusammenarbeit zwischen BMZ und Auswärtigem Amt ist. Und ich bin auch überzeugt, dass in diesem Arbeitskreis darüber diskutiert wird, es ist damit schon begonnen worden, wie die Konsequenzen aus Ebola umgesetzt werden können. Ich persönlich bin mir angesichts dessen, was wir mit der WHO in den letzten Jahren etwa beim Thema Schweinegrippe erlebt haben, noch nicht sicher, ob eine Stärkung der WHO wirklich der richtige Weg wäre. Humanitäre Hilfe ist eine hochprofessionalisierte zivile Aufgabe, die fast immer mit zivilen Kapazitäten ebenso gut oder besser erfüllt werden kann wie mit militärischen Kräften, auch wenn sich, Ausnahmen bestätigen die Regel, gerade zwei Schiffe der Bundesmarine an der Rettung von schiffbrüchigen Flüchtlingen im Mittelmeer beteiligen. Aber wir sind uns hier, glaube ich, alle einig, dass so etwas eine Ausnahme bleiben
soll und muss, und das steht auch im Entschließungsantrag so drin. Die humanitären Prinzipien haben sich also bewährt, und sie müssen gegen kurzfristige innen- oder außenpolitische Interessen verteidigt werden. Das wird, anders als von Inge Höger eben suggeriert, in der Strategie des Auswärtigen Amts zur humanitären Hilfe im Ausland ausdrücklich betont. Ich zitiere: Die unbedingte Wahrung dieser Grundsätze ist Voraussetzung dafür, dass humanitäre Akteure vor Ort in häufig schwierigem politischem Umfeld mit schlechter Sicherheitslage tätig werden können. Zitat Ende. Sie sind notwendig, damit humanitäre Hilfe Konflikte nicht hervorruft oder verschärft, sondern im Idealfall sogar hilft, sie zu deeskalieren. Die humanitären Prinzipien unterscheiden aber auch die humanitäre Hilfe, vor allem die Nothilfe, von der Entwicklungszusammenarbeit, die an politische Bedingungen geknüpft werden kann und darf. Und insofern ist es nicht immer möglich, humanitäre Hilfe, Übergangshilfe und Entwicklungszusammenarbeit zusammenzudenken, weil irgendwo der Punkt einsetzt, wo politische Bedingungen gestellt werden können und dürfen. Ich möchte auch den Vorwurf zurückweisen, dass Deutschland in Bezug auf die humanitäre Hilfe in Syrien politische oder strategische Gründe zugrunde gelegt hat, als es darum ging, wem geholfen wird. Deutschland hat zwar Hilfsorganisationen unterstützt aus den Mitteln des Auswärtigen Amtes, die Zugang zu den Regionen haben, wo die Befreiungsbewegungen tätig sind, aber sie hat über internationale Organisationen, die Zugang zu den regierungskontrollierten Gebieten haben, natürlich genauso dort humanitäre Hilfe geleistet, und das ist auch gut und richtig so. Der Entschließungsantrag soll auf den Bericht aufmerksam machen. Er soll nicht an seine Stelle treten. Und deswegen bitte ich um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Ute Fink-Krämer. Nächster Redner hier in der Debatte zur deutschen humanitären Hilfe. Der Bericht aus dem Jahre 2010 bis 2013 der Bundesregierung wird hier beraten. Frank Heinrich von der Union. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gerade eben, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon da war, die angesprochene Gedenkstunde zu 70 Jahre Kriegsende. Tag der Befreiung von Völkermord und humanitärer Katastrophe. Damit auch 70 Jahre Frieden in Europa, in einem Großteil Europas, so lange wie vorher 1000 Jahre lang nicht. Und aus dieser Geschichte wächst Verantwortung, und das betont die Einleitung des Berichtes. Und ich zitiere aus dieser Einleitung dieses Berichtes, über den wir jetzt auch debattieren: Humanitäre Hilfe ist Ausdruck ethischer Verantwortung und internationaler Solidarität mit Menschen in Not. Ziel des humanitären Engagements der Bundesregierung ist es, Menschen in Not ein Überleben in Würde und Sicherheit zu ermöglichen und das Leid derer zu lindern, die ihre akute Notlage aus eigener Kraft nicht überwinden können. Zitat Ende. Der Bericht selber hat grob gesehen zwei Elemente. Sie haben vieles davon jetzt schon gehört. Der erste Teil, da geht es um die Strategie. Neuausrichtung der humanitären Hilfe, eine Ressortvereinbarung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt. Da gibt es immer noch Verbesserungsbedarf. Das Ergebnis der Anhörung, Herr König, Sie haben das angesprochen, heißt auch, diese muss noch verbessert werden. Da muss noch weiter geredet werden. Wie können wir das besser machen? Koordinierung vor Ort ganz besonders. Bessere Verknüpfung von kurz- und langfristiger Hilfe, Soforthilfe, Übergangshilfe, Katastrophenvorsorge. Da gibt es noch eine Menge Arbeit vor uns. Der zweite Teil ist eben die genannte Berichterstattung über die vier genannten Jahre, 2010 bis 2013. Und der Aufwuchs der Bedarfe ist, glaube ich, durch meine Vorredner schon ziemlich deutlich geworden. Und auch seit dem Datum 2013. Gründe für den steigenden Bedarf sind allgemeine Zunahme von Extremwetterereignissen, Trockenheit, Fluten, Überschwemmungen in Afrika, Wirbelstürme in Asien. Dazu große Naturereignisse mit Katastrophenfolgen wie das Erdbeben in Haiti, das ist schon wieder eine Weile her und doch gehört es genau in diesen Zeitraum. Oder auch die Fluten in Pakistan. Zunahme von Anzahl, sowohl die Dauer
und Ausmaß dieser Krisen und Konflikte in lang anhaltenden Krisen in Afrika und drei große zeitgleiche Konflikte in Syrien, Südsudan, Zentralafrikanische Republik und dann auch die steigenden Kosten für so komplexe Operationen humanitärer Art. Jetzt, im Jahr 2015, haben wir gleich mehrere, eine ganze Handvoll humanitäre Krisen vor uns. Wir haben gehört davon, was im Jemen passiert. Nepal, Südsudan, Eritrea, Zentralafrika. Und dann sehen wir vor Augen die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Als Folge von diesen Krisen großteils. Und ich weiß, dass es vielen meiner Kollegen ähnlich geht und auch vielen Bürgern und vielen Menschen, die Mitverantwortung tragen in unserem Land. Es ist eine riesige Betroffenheit, die nicht nur mit dem Tag und den Tagen nach den Katastrophen, die wir sichtbar durch das Ertrinken vor Augen haben. Die letzten 2-3 Wochen haben mich innerlich zerrissen. Im Alten Testament früher hat man dann, wenn man so eine Mittrauer gefühlt hat, hat man sein Hemd zerrissen. Das mache ich jetzt nicht. Aber letztlich müsste man das tun. Um deutlich zu machen, das können wir doch nicht zulassen. Da können wir doch jetzt nicht bei ruhig bleiben. Ich habe darüber nachgedacht, als ehemaliger Pastor, ob ich eine Weile faste. Auch das war ein Bild dafür, Trauer auszudrücken, Mitleiden auszudrücken, mitzusehnen. Was kann man denn verändern? Ich habe sogar kurz über einen Hungerstreik nachgedacht, wusste in dem Moment nicht gegen wen. Aber es geht darum, auszudrücken, ich will nicht dabei bleiben. Ich will nicht damit zufrieden geben, dass mir die Ohnmacht, die ich jetzt gerade empfinde, möglicherweise dadurch genommen, dass die nächsten drei Krisen kommen. Ich will diese Ohnmacht teilen und ihr Ausdruck geben, indem dann konstruktiv miteinander gearbeitet werden kann. Ich will nicht betäubt werden durch die vier nächsten wichtigen, wahrscheinlich zugegeben wichtigen Themen, die hier im Parlament auch diskutiert werden müssen. Und ein zweites, was ich nicht will, ist, wir haben vor 14 Tagen hier auch eine tolle Debatte über die 100 Jahre Genozid an den Armeniern gesprochen. Und ein Satz des Bundestagspräsidenten, ich sage das jetzt in meinen Worten, war folgender. Wir wussten alles zu der damaligen Zeit. Wir, Deutschland, wir wussten alles und haben nicht getan, was wir konnten. Und ich will nicht, dass meine Kinder und Enkel am Mittelmeer irgendwann stehen und genau diesen Satz sagen müssen über unsere Generation und über uns Politiker. Dass sie alles wussten und nicht getan haben, was sie konnten. Das heißt nicht, dass wir die richtige Lösung sofort parat haben. Das heißt nicht, dass es nur um Geld geht. Das heißt auch nicht, dass wir einfach mehr Flüchtlinge aufnehmen. Aber dass wir, und damit geht es auch nicht nur um humanitäre Hilfe, aber dass wir so konstruktiv und langfristig, glaubwürdig die Köpfe zusammenstecken, bis wir herausfinden, was wir denn tun können, über die ganze Bandbreite der Thematik. Angefangen bei der humanitären Hilfe, abgestimmt richtig vor Ort wie mit den europäischen Partnern. Außenpolitik, Entwicklungszusammenarbeit, Ursachenbekämpfung. Herr Staatssekretär hat es angesprochen. Das Zweite, die Aufnahmestaaten Libanon, Jordanien, Türkei, nur was die Syrien-Krise angeht, da können wir noch mehr. Und natürlich auch die Bekämpfung der Schleuserkriminalität, die übrigens nicht nur mit dem Mittelmeer zu tun hat. Der dritte Bereich, Seenotrettung der Flüchtlinge, die abgestimmte EU-Politik und auch möglicherweise ein Diskutieren über ein Ende von Dublin. Und als fünftes die deutsche Regelung zu Asyl und Zuwanderung. Und natürlich gibt es tolle Signale. Heute der Gipfel im Kanzleramt, die Schiffe, die zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, die Initiative des BMZ, aber es reicht mir nicht. Ich bin dankbar, aber es reicht mir nicht. In Kohärenz und Zusammenarbeit müssen wir quer durch unser Haus, quer durch Ihre Häuser in der Regierung, quer durch unsere Gesellschaft, von den Medien angefangen, über uns Bürger als Nachbarn fokussieren. Wollen wir das in 50 Jahren über uns gesagt sein lassen? Wir müssen es wirklich angehen. Heute Tag der Befreiung, und damit komme ich zum Ende, Frau Präsidentin. Heute Gedenken über den Tag der Befreiung, morgen, 9. Mai, der Europatag. Vor 65 Jahren schlug der französische Außenminister Robert Schuman in einer Rede unter anderem das, was wir heute als Europa kennen, so vor. Unter anderem sagte er in der Rede, ich zitiere, der Friede der Welt kann nicht gewahr werden ohne schöpferische Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung entsprechen. Und genau das gilt heute auch wieder. Nur dass die Perspektive global sein muss und die Reaktion ganzheitlich. Und dem wünsche ich mir, dass wir alle Priorität geben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Frank Heinrich sprach unter anderem die Katastrophe im Mittelmeer an. Heute gibt es ja einen Flüchtlingsgipfel bei der Bundeskanzlerin, weil die Bundesländer finanziell die Aufnahme der Flüchtlinge alleine nicht stemmen können. Und wir haben ja noch gar nicht so viele Flüchtlinge aufgenommen, wie wir wohl noch aufnehmen wollen, sollten und müssen. Rolf Mützenich jetzt von der SPD. Diesen wichtigen Bericht in die Kernzeit seiner Tätigkeit hier zu legen. Und ich glaube, es ist notwendig, dass man natürlich viel auch an Kritikpunkten hört, aber insbesondere auch noch mal die Vergewisserung darüber, wie wichtig humanitäre Hilfe auch gerade als Zeichen deutscher Außenpolitik letztlich ist, was auch gewährt werden muss und dass es eben kein Gnadenbrot sozusagen ist, sondern dass es eine notwendige Ergänzung und notwendige Hilfe ist, insbesondere dann, wenn das vergangene Jahr ein so dunkles Jahr gewesen ist. Und es hat eben gezeigt, dass humanitäre Hilfe notwendig gewesen war, weil natürlich auch Politik versagt hat. Aber auf der anderen Seite, und deswegen will ich auch auf die Zusammenhänge hinweisen, wir dürfen eben nicht aufgeben, kluge Außenpolitik zu machen, humanitäre Hilfe zu leisten, aber im Grunde genommen dann auf der anderen Seite Strukturen zu schaffen, damit nicht immer nur humanitäre Hilfe geleistet wird, sondern dass Erfolge auch möglich sind. Und ich finde, wenn man über dieses Zusammenspiel nachdenkt, gehört humanitäre Hilfe und kluge Außenpolitik zusammen. Und wenn ich sehe, dass zum Beispiel die Bundesregierung sich entschieden hat, mit Unterstützung des Deutschen Bundestages auf der einen Seite im Zusammenhang mit den Herausforderungen in Syrien humanitäre Hilfe in wirklich einem großen Umfang zu gewähren und auf der anderen Seite dann auch deutlich zu machen, wir müssen auch gleichzeitig den Nachbarländern helfen, dann gehört beides zusammengedacht im Grunde genommen auch zu einer realistischen Umgang mit humanitärer Hilfe. Und ich finde sozusagen, Frau Kollegin Höger, was Sie aus dieser wirklich notwendigen und beachtenswerten Hilfe hier an Kleinigkeiten bedacht haben, das wird dieser humanitären Hilfe und dieser Herausforderung, die wir den Nachbarländern gegeben haben, überhaupt nicht gerecht. Es ist wirklich sehr platt gewesen. Und auf der anderen Seite, dies wird man eben auch nicht verhindern können. Naturkatastrophen kann man nicht aufhalten. Deswegen ist es richtig, dass Deutschland 2,5 Millionen Euro Direkthilfe auch an humanitärer Hilfe geleistet hat gegenüber Nepal. Und deswegen will ich auch allen Helferinnen und Helfern danken. Gleichzeitig kommt aber ein zweiter Punkt hinzu. Und deswegen sage ich, man muss auch über die Zusammenhänge hier sprechen. Nepal ist ein Staat, der nicht genügend funktionsfähig ist, der sich zu wenig auch auf diese Katastrophe vorbereitet hat, auf der einen Seite, aber auch, weil ihm die internationale Gemeinschaft zu wenig geholfen hat. Aber auf der anderen Seite müssen wir eben hinschauen und die nächsten Monate und Jahre mithelfen, dass ein funktionsfähiger Staat entsteht, der auf diese Katastrophen vorbereitet ist, aber insbesondere auch die Hilfe über einen langen Zeitraum gewährt. Und der zweite Punkt, das zweite Thema, was, glaube ich, auch für diese Zusammenhänge spricht, wenn wir an die Staaten mit Ebola denken, waren wir genauso mit der Situation konfrontiert, dass hier zu wenig Gesundheitsvorsorge, zu wenig Systeme vorhanden gewesen sind, um auf diese unmittelbare Katastrophe zu reagieren. Deswegen müssen wir uns konkret auch darum kümmern, Staaten wieder in die Funktionsfähigkeit zu setzen, mit diesen Dingen umzugehen. Auch das gehört zum Thema humanitäre Hilfe dazu. Ein weiterer Punkt. Ich glaube, es wäre notwendig und richtig, und wir sollten es insbesondere auch im Hinblick auf den ersten humanitären Weltgipfel noch mal deutlich machen, internationale Regierungsorganisationen sind der erste Ansprechpartner für die Hilfe, aber auch für die Koordination zusammen mit staatlichen Organisationen. Und das heißt nicht, dass ich private Hilfe einfach zur Seite lege. Private Hilfe ist notwendig und wichtig. Aber ich stelle mich natürlich schon die Frage, wenn unter medialer Begleitung einzelne Hilfsorganisationen nach Nepal aufbrechen mit guten Bildern und können am anderen Ende nichts tun, dann ist doch eigentlich die Konsequenz, dass wir auch internationale Regierungsorganisationen stärken. Und da sind für mich gerade die Vereinten Nationen auch als Würdigung von 70 Jahren wichtiger Arbeit in diesem Bereich der erste Ansprechpartner und natürlich dann auch die Europäische Union. Und deswegen will ich am Ende noch mal darauf hinweisen,
wir werden diese Situation nicht im Einzelnen entscheiden können. Aber Deutschland ist aufgerufen, auf der einen Seite humanitäre Hilfe weiter zu leisten, hinzuschauen, sich nicht mit dem Elend letztlich abzufinden, gleichzeitig aber eine kluge Außenpolitik zu betreiben, die Partner mitnimmt, die sich mit Partnern abstimmt und insbesondere auch auf die Länder zu schauen, die gerade in der jetzigen Situation oft vergessen werden. Deswegen glaube ich, ist der erste humanitäre Weltgipfel ein wichtiges Datum. Die Vorbereitungskonferenzen, die hier in Berlin und in Bonn stattfinden. Und da, finde ich, haben wir allen notwendigen Mut, zum Erfolg auch letztlich zu arbeiten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Rolf Mützenich war das, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, vorletzter Redner in dieser Debatte von der CDU-CSU, Michael Brandt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, aktuell verzeichnen wir weltweit 50 Millionen Flüchtlinge, so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Humanitäre Hilfe ist in einer solchen Lage nicht nur ein Gebot menschlichen Mitleids. Humanitäre Hilfe aktiv anzubieten, ist eine Frage von Haltung. Dies gilt für uns Menschen, jedem Einzelnen von uns, aber es gilt eben auch für ganze Staaten. Insbesondere gilt es für diejenigen, die mehr Möglichkeiten haben als andere. Und wir verzeichnen angesichts vieler Krisen einen stark wachsenden Bedarf in der Finanzierung humanitärer Hilfe. Ohne die einzelnen Appelle der Vereinten Nationen für die jeweiligen Budgets in Milliardenhöhe hier aufzuführen, muss festgehalten werden, die Summe der Katastrophen und Krisen übersteigt die bisherigen Erfahrungen und sie erfordert auch neue Antworten im finanziellen Bereich. Folgerichtig spricht der Bericht der Bundesregierung von der Notwendigkeit, einen neuen Ansatz in der deutschen humanitären Hilfe zu wählen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht hier um nichts weniger als um einen Paradigmenwechsel. In den letzten Jahren hat sich die Perspektive der humanitären Hilfe verändert. In Zukunft müssen wir deutlich mehr von einer reaktiven Hilfeleistung nach einer Krise zu einem vorausschauenden Handeln zur Vermeidung von Krisen kommen. Wir begrüßen sehr, dass die Bundesregierung hier wichtige Schritte getan hat, um sich auf diese Zäsur einzustellen. Ich nenne nur die Krisenabteilung im Auswärtigen Amt. Und natürlich gibt es die Notwendigkeit, die Koordinierung in verschiedenen Ressorts zu verbessern, schneller, effektiver zu werden. Aber der Bericht stellt völlig zu Recht fest, die Anforderungen wachsen sowohl an Qualität und Effizienz wie auch an der beschriebenen Koordinierung der internationalen humanitären Hilfe. Dies gilt auch für die innerhalb der EU koordinierte humanitäre Hilfe aus Deutschland, die vor allem multilateral erfolgt. Bei aller Abstimmung, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss ein so herausragender humanitärer Akteur wie die Bundesrepublik Deutschland sich aber auch das Recht vorbehalten, bei Bedarf oder nach individueller Beurteilung auch bilateral aktiv zu werden. Andere Länder tun dies auch, und gerade die Deutschen mit ihrer hohen Akzeptanz, Stichwort Nepal, weltweit, können durchaus bilateral manchmal mehr bewirken als im multilateralen Konzert. Die Abstimmung der Akteure untereinander und auch mit der Bundesregierung und den internationalen Institutionen und Organisationen ist mitentscheidend für die Qualität des deutschen Beitrags auf dem internationalen Parkett. Der Koordinierungsausschuss Humanitäre Hilfe beim Auswärtigen Amt erfüllt hier als Schnittstelle zwischen Regierung und den Nichtregierungsorganisationen eine wirklich zentrale Rolle. In Zukunft wird es neben Qualität und Effizienz der humanitären Hilfe aber auch darauf ankommen, die Mobilisierung privaten Engagements zu stärken. Es stimmt, nicht jede einzelne Idee zur humanitären Hilfe ist automatisch auch gut umgesetzt. Wahr ist aber auch, nicht wenige der kleinen humanitären Hilfsorganisationen sind schneller vor Ort und können aufgrund ihrer guten Vernetzung mit, und da haben Sie recht, Herr Königs, mit lokalen Akteuren vielfach schneller die Opfer erreichen als die großen humanitären Organisationen, die natürlich auch in Zukunft den Löwenanteil der humanitären Hilfe tragen werden. Ich habe gestern vom Bürgermeister aus Erbil, Herrn Kotscher, den Satz gehört, hier wenige Meter hinter uns in der Parlamentarischen Gesellschaft, das werden wir Deutschland nicht vergessen. Und er erzählte das Beispiel, dass am 20. Dezember des letzten Jahres er einen Hilfstransport entgegengenommen hat am Flughafen von einer dieser Organisationen, Luftfahrt ohne Grenzen. Frank Franke sitzt unter den Zuhörern, die einen
Hilfstransport nach Nordirak geplant haben. Und genau an diesem Moment, an dem 20. Dezember, hatten die kurdischen Einheiten das Sindschar-Gebirge freigekämpft, das von ISIS umstellt war. Und man hat schnell reagiert. Man war die ersten, diese Hilfsorganisation, die dort Mittel ins Sindschar-Gebirge gebracht hat, die dort 6 LKWs umfunktioniert hat, um die Hilfe dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Auch dafür sage ich stellvertretend ein herzliches Dankeschön an alle Hilfsorganisationen, die ihren Beitrag dazu leisten. Wir müssen auch als Staat darauf achten, dass wir nicht privates Engagement und private Mittel durch Überbürokratisierung der Anforderungen in Teilen ersticken. Staatliche Unterstützung bleibt wesentlich für den Erfolg. Aber wir dürfen nicht vergessen, die privat mobilisierte Hilfe übersteigt die staatlichen vielfach noch immer deutlich. Deshalb müssen wir dieses unverzichtbare private Engagement stärken, und wir dürfen es nicht versehentlich schwächen. Auch das ist eine Lehre aus der Anhörung im Deutschen Bundestag. Humanitäre Hilfe hat es auch aus einem anderen Grund schwerer. Selbst wenn die Hilfe verfügbar ist, erreicht sie nicht immer das Ziel. Ich habe es beschrieben. Nicht nur mir sind Fälle bekannt, zum Beispiel im Bereich medizinischer Versorgung, in denen zwar Mittel zur Verfügung gestellt wurden, diese aber wegen der kriegerischen Lage nicht bis zu den Opfern gebracht werden konnte. Es bleibt gerade bei den akuten Krisen und gewaltsamen Konflikten das Dilemma, humanitäre Hilfe fehlt oft genau dort, wo sie dringend gebraucht wird. Hier bleibt die Kooperation mit lokalen Akteuren, aber auch benachbarten Staaten ein Ausweg. Diese Kooperation kann und sollte durchaus über den humanitären Bereich hinausgehen. Wenn Länder wie Jordanien, der Libanon oder auch die Türkei die Millionen Flüchtlinge aus dem Irak oder Syrien aufnehmen, dann können wir vor dieser humanitären Großzügigkeit nur den Hut ziehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bericht der Bundesregierung ist also Bilanz und programmatischer Ausblick zugleich. Die ausführliche Anhörung zu diesem Bericht im Ausschuss für humanitäre Hilfe und Menschenrechte hat viele Anregungen gebracht. Eines aber hat sie vor allem zutage gefördert: Wir werden mit der zunehmenden Komplexität und Quantität humanitärer Krisen auch in Zukunft zu rechnen haben. Die dramatische Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer ist nur ein aktueller Ausdruck dessen, was uns die humanitären Katastrophen in immer größerem Maßen unmittelbar betreffen. Wir werden in einer zunehmend globalisierten und wechselseitig immer abhängiger gewordenen Welt der Erkenntnis nicht entkommen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im Bereich humanitärer Katastrophen werden wir in Zukunft sehr viel stärker betroffen sein, als das vielen bisher bewusst ist und manche auch wahrnehmen wollen. Ich komme zum Schluss, dass mit dem Bericht ein ernsthafter Versuch unternommen wurde. Auf diese neue Herausforderung entsprechende Antworten zu entwickeln, ist ein wichtiger Schritt. Es ist ein wichtiger erster Schritt, und wir werden uns auch als Deutscher Bundestag mit diesen Themen als Querschnittsaufgabe in Zukunft intensiver befassen müssen. Wir werden uns damit befassen müssen, nicht nur aus humanitären oder karitativen Gründen, sondern aus strategischen Gründen. Humanitäre Außenpolitik ist integraler Bestandteil der internationalen Politik unseres Landes geworden. Gute humanitäre Politik dient der politischen Stabilität ganzer Regionen und auch der Sicherheit unseres eigenen europäischen Regionen. Frau Präsidentin, mein letzter Satz. Es geht also nicht nur um unser menschliches Mitleid, das vielleicht zuallererst, aber es geht auch um unsere nationalen Interessen. Wenn es anderen gut geht, dann geht es auch uns besser, und das auf Dauer. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, waren aber 3 gute Sätze, der eine letzte Satz. So. Ja, so kennen wir Claudia Roth, die amtierende Präsidentin. Hier nochmal schnell der Kommentar nachgeschoben. Nächste Rednerin und letzte Rednerin in der Debatte, die Vorsitzende des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dagmar Wörl von der CSU. Dass es möglich ist, heute über dieses Thema zu debattieren. Wir wissen, dass eine Katastrophe die andere jagt. Nepal erst vor kurzem mit über 8.000 Toten. Ebola hoffen wir, dass es bald überwunden sein wird, aber über 10.000 Tote. Wir haben immens viel Krisen, wir haben immens viel Konfliktgebiete auf der Welt. Das zeigt der Bericht der Bundesregierung, aber es zeigt auch, dass seit dem Ende des Berichtes die Krisen und die Konflikte noch weiter gestiegen sind und alte Krisen und Konflikte nicht beendet worden sind. Ich erinnere nur an Syrien, wo wir immer noch 12,2 Millionen Hilfsbedürftige haben, die Hälfte der ganzen Bevölkerung, mit über 4 Millionen Menschen, die aus dem Land geflohen sind, mit über 7 Millionen Binnenflüchtlinge. Ich erinnere an Irak mit 4 Millionen Binnenflüchtlinge und viele, viele andere Länder wie Somalia, Zentralafrikanische Republik, Irak und noch einige hier zu nennen.
Die Folgen daraus sind Tragödien unermesslichen Ausmaßes, was man sich eigentlich so nicht vorstellen kann. Wir sind tagtäglich im Fernsehen und es besteht die große Gefahr, dass unsere Gefühle langsam immun dagegen werden, was einfach zu viele sind. Aber jedes Einzelne hat ein eigenes Schicksal. Die Menschen, wenn man sieht, die im Mittelmeer ertrinken und die man nicht sieht, die in der Wüste verdursten, die bei weitem mehr sein sollen, als bis jetzt im Mittelmeer auch hier ertrunken sind. Deswegen ist es richtig, dass die Bundesregierung hier ihre humanitäre Hilfe ausweitet und auch Schritte unternimmt zu einer besseren Koordinierung. Das ist wichtig, dass die Häuser hier zusammenarbeiten, dass wir hier zu einer Kohärenz kommen. Auch wir wissen auch, wie schwierig es immer, gerade diese Kohärenz ist auch herzustellen, auch wenn wir immer so ganz toll hier drüber reden. Und wir müssen auch wissen, dass wir von diesen reinen Reaktionen wegkommen müssen. Dass nicht nur reagieren, sondern vor allem viel, viel mehr zukünftig auch agieren müssen. Das war eine gute Grundlage gewesen, die Vereinbarung zwischen den zwei Häusern, der gute Ansatz, hier die Nothilfe im Auswärtigen Amt, hier dann die langfristige Entwicklungszusammenarbeit in dem Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit. Aber vereinbarte Maßnahmen muss man auch ab und zu evaluieren. Ist es gut so? War die Vereinbarung richtig? Kann man vielleicht auch noch etwas besser machen? Und ich glaube, es ist richtig, dass wir hier die Brücke geschaffen haben mit ESÜ, entwicklungsfördernde und strukturbildende Übergangshilfe, weil sie schnell und unbürokratisch auch sein kann, weil sie genau an die Nothilfe auch hier mit anschließen kann und vor allem, dass sie eine stabile Finanzierung sicherstellen kann von 3 bis 4 Jahren, was halt manchmal auch die Nothilfe in dem Zusammenhang hier nicht so kann. Wichtig für uns ist es aber, dass wir prioritär auch die Widerstandskraft von diesen Ländern stärken, die Institutionen auch hier stärken, dass sie stark werden für ihre vorausschauenden Konflikte, präventiv auch, die auf sie zukommen, dass man auch Krisen zukünftig vorbeugen kann. Meine Damen und Herren, humanitäre Hilfe wird nie ganz verzichtbar sein, aber sie darf nie ein Ersatz für Entwicklungszusammenarbeit sein. Ich möchte einen Punkt ansprechen, was mir immer wieder aufgefallen war, und zwar die Koordinierung der Hilfsmaßnahmen. Wenn ich heute die internationale Koordinierung der Hilfsmaßnahmen, vor allem der Vereinten Nationen, anschaue, glaube ich, muss das ganz, ganz dringend auf die Tagesordnung. Ich erinnere mich noch ganz gut, auch in Haiti gewesen sind, wo 22.000 NGOs sich gegenseitig auf die Füße getreten haben. Und ich glaube, hier muss man schauen, wie stimmt man die Hilfsmaßnahmen international auch ab. Der Vereinten Nationen. Der UN-Nothilfekoordinator Albrecht Beck hat sich gerade zu Nepal geäußert. Er hat gesagt, viele Staaten und Organisationen wollen ihre eigene Hilfe leisten, ihre eigene Flagge zeigen. Es erfolgt keine echte Zusammenarbeit der internationalen Akteure. Und das sollte uns zu denken sein, dass wir hier zu einer größeren Effizienz kommen, international, dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen will, sondern dass wir zusammenarbeiten. Und das muss in den großen internationalen Organisationen angedacht werden, durchdiskutiert werden und auch Strukturreformen durchgeführt werden. Und Herr König, Sie haben vollkommen recht. Die WHO muss an ihre Strukturen herangehen. Und wir hoffen jetzt bei der Tagung, die jetzt stattfindet, die auch die Kanzlerin eröffnen wird jetzt, dass auch dieses Thema auch auf der Tagesordnung mitstehen wird. Wir müssen schauen, dass Hilfe schnell auf die Beine kommt und nicht, dass die Hilfe sich gegenseitig hier auch auf die Beine tritt. Und eines, glaube ich, ist wichtig. Wir sprechen von Lesson Learned. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Terminus. Lesson Learned. Was lernen wir aus verschiedenen Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben? Ebola war kein Ruhmesblatt von uns. Das wissen wir. Aber wir haben gesagt, wir lernen daraus. Wir lernen aus diesem Thema, wir müssen hier, wir sprechen momentan mit weißem Kontingent, ist egal, wie das mal dann zukünftig heißen wird, ob es weißem oder irgendwer anders ist. Aber wir brauchen eine Einsatztruppe. Wir müssen international, die Weltgemeinschaft muss sich auch überlegen, wie kann ich auf Katastrophen, die auch weiterhin kommen werden, auf Katastrophen reagieren zukünftig? Wie kann ich schnell koordinieren? Wie kann ich schnell hier reagieren? Wo habe ich meine Einsatzstationen? Wo sind die Leute bereit, dass sie hier gleich aktiv werden können? Und ich glaube, dass wir umdenken müssen, auch zu einer viel, viel größeren, kohärenten, abgestimmten Politik in dem Bereich.
Ich möchte mich noch am Schluss für eines bedanken, nämlich die sogenannten vergessenen humanitären Krisen. Krisen, die auf der Welt sind, die immer noch bestehen. Ich erinnere hier an Mindanao-Konflikt auf den Philippinen. Ich erinnere hier nur die ethnischen Konflikte in Myanmar, die saudischen Flüchtlinge in Algerien. Das hört man momentan nichts davon. Aber diese Konflikte bestehen weiterhin. Die sind nicht beendet. Und auch darauf dürfen wir nicht vergessen, dass wenn hier die Fernsehkameras weggezogen, in die Karawane ist weitergezogen, dass wir auch weiterhin hier unterstützend tätig werden. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir 50% des Haushalts hier von humanitärer Hilfe gerade hier dafür aufwenden. Auch wenn das nicht spektakulär ist momentan, wenn nicht die Fernsehkameras hier drauf schauen und weiß was ich was, sondern dass wir wissen, dass wir auch hier eine Verantwortung haben für diese sogenannten vergessenen humanitären Krisen. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, so notwendig Hilfe in der Not ist, so müssen wir unser eigentliches Ziel, das wir haben, nicht aus den Augen verlieren. Durch eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit aus permanenter Not, Nothilfe leisten zu müssen, hier herauszukommen. In dem Sinn, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dagmar Wöhl. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe auf Drucksache 4416 zum Bericht der Bundesregierung über die deutsche humanitäre Hilfe im Ausland 2010 bis 2013. Der Ausschuss empfiehlt in Kenntnis des Berichts der Bundesregierung auf Drucksache 2900 eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist angenommen mit Zustimmung von CDU, CSU und SPD und Enthaltung von Linker. Ja, meine Damen und Herren, also damit ist dieser Punkt abgehakt.